Hallo zusammen, ich bin Böse Gummibaum und willkommen zurück zu Let's Play Civilization 6 Gathering Storm als die liebe Dido. Wir befinden uns auf unserem Weg zu einem... Ich habe schon wieder vergessen, sie... Hast du mich denunziert? Oh, großartig, danke dir. Ich finde es immer nett, wenn der Gegner mitarbeitet. Das heißt, wir wollen sie angreifen, obviously. Das, glaube ich, relativ klar ist. Und allen komplett klar ist. Und wieso sage ich das überhaupt? Und wieso sage ich zweimal klar, das ist eine Wortwiederholung? Kriegt man 5er in Deutsch. Oder ein 6er. In Deutschland, oder? In Österreich geht es von 1 bis 5. In Deutschland geht es von 1 bis 6. Und in der Schweiz geht es von 6 bis 1. Kenne ich mit Notensystemen aus. Außer natürlich, das hat es nicht gestimmt. In dem Fall kenne ich mich nicht aus und haben mich gerade offiziell geoutet. Ich glaube aber, das stimmt. I'm pretty sure. Sonst werden mir die Leute wahrscheinlich Bescheid geben. By the way! Der Kommentar, der das letzte Mal nur als Kommentar bezeichnet worden ist, ist leider in eine schwere Lebenskrise gestürzt deswegen. Und deswegen möchte ich das natürlich hier sofort wieder gut machen. Er heißt Eboe. Eboe 22. Und ein, der gleiche Kommentar schreibt, sagt aber, ein Kommentar schreibt, ein bisschen passiv-aggressiv, just saying, dass ich ja die Straße hinkriegen könnte, indem ich eine Straße zuerst von Tiros nach Utica und dann von Utica nach Suburten machen könnte. Oder? Ja, zu einer der nördlichen Städten. Suburten heißt das. Jesus. Und dann ringen sie sich auf, dass ich mich an manche Namen von Kommentaren nicht erinnern kann. Sie können sich nicht mal an die Stadtnamen erinnern. Hat sonst noch irgendwas gesagt? Nein, ich glaube, sonst waren alle cool, oder? Und ich sage lieber gar nichts, weil sonst kenne ich den Namen. Der Schwabenboy hat es geschrieben. Aber der Schwabenboy hat nur gestänkert. Das heißt, darauf will ich nicht eingehen. Nächste Runde. Haben wir jetzt schon... Ah ja, das ist meins. Das heißt, das kriegst du sicher nicht, mein guter Freund. Haben wir jetzt Ritter eigentlich? Kann ich dich upgraden zum... Nein, nicht dich. Ich, yes. Hätte ich vielleicht vorher machen sollen. Anyways. Du gehst dahin. Und hast noch Fortbildungspunkte. Du gehst dahin. Du gehst hier mit dem General. Ah ja, warte mal. Warum steht das jetzt hier nicht? Moment, Moment, Moment. Meine Kommentare sind nicht geupdatet. Frank... Schneider hat gemeint, ich habe mit Santa Cruz, ist das der? Ein General, weil ich mit dem kann ich eine Armada machen. Das ist nämlich echt nicht schlecht. Das heißt, ich frage mich, ob das besser ist als die passive Fähigkeit, wenn ich jetzt eine Fregatte zu Fregatten Armada mache. Plus 5 Kampfstärke für alle oder... Okay, let's have a look. Armada, was machst du? Nein, ich will... What? Nicht erste Armada. Dude, ich will nur wissen... Seriously? Flotte? Ist es Formationen? Und dann kaufst du bei so ein plus 10 Kampfstärke? Also plus 17 Kampfstärke für eine oder plus 5 für alle? Ich glaube plus 17 für eine. Das machen wir aber nachdem du geschossen hast. Danke für den Tipp. Und ich glaube, jetzt geht's einfach los. Kabul. Nochmal kurz nachgeschaut. Chinese macht seine Arbeit. Wonderful. Tamar, Casus Belli. Von meinen Kriegerzeugen. Servus. Erklärt Krieg. Die Herzen der Georgier werden nicht vor euren Horden erzittern. Es sind wirklich keine Horden. Dude, chill. Chill. Schauen wir mal. Oh. Ja, da kommt weiter. Einmal darauf geballert. In dem Fall so. Warte mal, ich will dich noch. Oh mein Gott, so much fun! Ah, ich habe keine Fortbewegung mehr. How sad! How incredibly sad. Will ich lieber einen, der nicht angegriffen wird? Ja. Das sollte jetzt aus einer militärischen Marineeinheit. Oh shit, das ist noch eine Stadt. Shit. Ich hab sie nicht gesehen. Bam, wir schießen einfach in alle Richtungen. It's fine. It's amazing.
Wir können ein Schrittchen dahin machen und dann dich abknallen. Which is fun. Kann man in die Richtung. Habe ich eigentlich noch eine zweite Nahkampfeinheit? Ja, hier. Du wurdest leider gerade erst geupgradet. Das heißt, wir müssen da. Wir kommen im Städtein nämlich nicht mehr hinterher. Oh, warte mal, wir haben eine Karawelle. Auf der Seite. Wonderful! Okay, du kommst hier hin. Warten bis nächste Runde. Schöner erster Zug. Bamsti. Die Frage ist nur, wie wir hier natürlich die. Ich meine aber, die Armada sollte doch schon ordentlich Schaden machen an der Stadt. An den Hitpoints. Du. Was ist das nächste? Du könntest da ein. Brauchst aber eh für dich selber ein Handwerk. Das muss nicht unbedingt sein. Bringt denen wir alles nichts. Ich könnte hier ein Farmendreieck machen, aber die Produktion ist mir dafür lieber. Wir haben hier nirgendwo welche. Du kommst selbstverständlich hier runter. Und machst das zweite Salpeter. Nehmen wir noch 1593 Gold. Wir können uns fast noch ein Ritterchen kaufen. Und eine Karawelle. Ja, das bist du. Das ist äußerst unfreundlich von dir. Jahrtausendflut? Mensch, die Strafe Gottes, I guess. Nehme ich eigentlich auf? Ja, super. Ist immer cool, wenn man tatsächlich aufnimmt, wenn man aufnimmt. Bamsti. Bamsti. Jetzt schauen wir mal. 51! Damit kann ich leben. It does not really matter. Haben wir da mal drauf. Bist du. Was war das schon wieder? Ist das Sperrkämpfersatz? Was ist. Was bist du schon wieder? Du. Chevsure. Che. Chu-Shore? Was bist du? Spezial Kampfstärke? Yeah, aber bist du. Bist du irgendwie besonders gut gegen Pferde? Nein, das ist immer korrekt. Okay. Bist du, kommst du mal dahin? Müssen wir also circa in die Richtung, aber hier werden wir schlicht und einfach mal dieses Städtchen hier uns zu Gemüte führen. Da können wir natürlich auch wieder neu gründen, aber solange wir die anderen Städte schnell genug bekommen, müssen wir vielleicht gar nicht. Die beiden sollten wir uns schnell. Ich meine, Tiflis ist halt das große Problem. Tiflis ist wirklich ein Problem, weil ich das, die Mauer nicht wegkriege. Bei einem momentanen technologischen Level. Kann ich nicht in den Fluss reinfahren und. Dass wir da nicht den Kanal bauen können oder so. Schon nervig, dass die da liegt. Ich wollte es nur gesagt haben. Das ist wirklich ein bisschen unnötig. Rebellion in 5 Runden. Das ist doch relativ bald. Wo haben wir Schäfe Nummer 1? Schäfe Nummer 1 ist hier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Geht sich sogar aus, oder? Du hast sogar die plus 9. Ne, plus 4. Castellan in der Nähe, yes. Du brauchst nur 9. Netten Herrn. Magnus ist irgendwie unnötig irgendwo anders, oder? Magnus ist unnötig irgendwo anders. Du gehst nach Potti. Ich könnte dich eigentlich auch umstellen, aber dich muss ich wahrscheinlich eh gleich irgendwo anders hinstellen. Alrighty. So, noch einmal du. Gehst hier ein Sägewerk bauen. Du kannst da mal hier hin. Ich brauche Katapulte. Ich kann mir mehrere Katapulte kaufen, oder? I would guess. Mit dem Geld, was ich habe momentan. Naja, ich kann mir 2 Katapulte kaufen, was glaube ich nötig sein wird. Für Tiflis. Aber die Stadt wird nicht noch stärker gleich. Bleib hier. Komm da hin. Warum diese Stadt? Ich meine, da ist Wein. Hast du denn woanders Wein? Ja. Yeah. Wenn wir eh woanders Wein haben, wieso denn die Stadt hier? Vielleicht lasse ich die dir, damit du mich noch bezahlen kannst. Für den Frieden. Du kriegst Bombardierung, bitte. Einheit benötigt Befehle. Sure. Was für eine geistlose Torheit! Ich würde euch die Axt in den Schädel treiben, doch sie wird euren dicken Schädel wohl nicht durchbrechen können. Ich habe den Groll anderer auf mich gezogen. Indeed, my friend. In fucking deed. Bezeig's bei ihr.
Wir brauchen mal das nicht mehr für einen Moment. Das brauchen wir auch nicht mehr für einen Moment. Was wäre allerdings? Brauchen wir das Limiter? Nein. Und ich meine, wir könnten ein bisschen einfach Geld machen im Allgemeinen. Nachdem unsere Armee doch etwas größer ist mittlerweile. Das passt mittlerweile auch ganz gut. Alrighty, fetzen wir nochmal drauf. Minus 71. Kommt doch einfach nur reine Freude auf. Ja, da hat noch ein bisschen. Wobei, nächste Runde haben wir es. Bamsti. Bauamsti. Zadamsti. Ja, jetzt ist halt nur die Frage, wer nimmt das ein? Shit. Du kommst dahin. Hau da nochmal drauf. Auf Gori. Das sind noch zwei. Ja. Hat da mal ein Sägewerk. Hier geht es immer noch so furchtbar schlecht. 11 Runden, okay. Furchtbar schlecht ist es nicht mehr. Das heißt aber, ihr seid hier leider ohne. Dich kann man auch nicht gescheit annehmen. Einnehmen. Wir können eigentlich nachher gleich weitermachen mit Tamiris, weil sie hat ihre Städte freundlicherweise etwas netter platziert. Ja, da kommen wir überall hin mit den Fregatten. Also sobald wir Jessica eingenommen haben, kommen wir da doch. I like it! Ja, ich glaube, wir werden gar nicht anhalten. Geheimdienst, Außenministerium, Kapelle des Großmeisters. Kornspeicher. Einheit benötigt Befehle. Wir kaufen da jetzt mal ein Katapult rein. Es muss sein. Wir kaufen das zweite Katapult hier rein. Also, hätte ich gar nicht rausgehen müssen. Ist jetzt auch deppert, dass du draußen bist, weil sonst kriege ich da keine Loyalität. Jo, plus 10 Kampfstärke gegen Bezirksverteidigung, doch immer gerne. Du bleibst dabei hier stehen. Du baust dein Sägewerk. Ist alles sehr korrekt. Du hast noch zwei Aufladungen. Du weißt aber nicht, was du tun sollst. Ich könnte mir die Schildkröten noch kaufen. Maybe 180 ist aber teuer. Und wir machen nicht so viel Geld. Nachdem uns, die liebe Tamar nicht mehr bezahlt. Du hast auch gleich ein Handwerker. Da lässt sich wirklich nichts Sinnvolles mehr machen. Hier kommst du mal in die Richtung. Du kommst da mal. Definitiv eine Mine bauen. Da bauen wir noch eine Mine drauf. Das Feld kaufe ich mir, glaube ich. Beginnt mit der Abstimmung. Militärischer Notfall. Aber nein, jetzt machen alle mit. Das wird schrecklich hier. Es ist mir eigentlich relativ egal. Ich bin nur gespannt, wer mitmacht. Ich habe ein bisschen Angst, dass alle mitmachen. 4. Tamar, yes. Tomiris, you don't say. Okay. Okay. Sure. Ich meine, da wollte ich eh nachher vorbeischauen. Von dem her passt das schon so. Wunderbar, ganz viele Sachen haben große Fortschritte gemacht. Stadt einnehmen. 8 Runden Rebellion. Wie wäre es mit dem neuen Gouverneur drin, damit das vielleicht nicht ganz so schlimm ist? Kommen wir hier vielleicht mal auf ein Plus statt ein Minus. Sorry für gerade dieses laute Scheppern, das war mein Fehler. Du musst dann nachher gleich hier rauf. Du kannst dich mal. Achso, nein, wir sind hier noch nicht im freundlichen Gewässer. Ich wollte gerade sagen, du kannst dich mal kurz heilen. Du kommst dahin. Sehr gut, du kriegst eine Beförderung. Du musst hier eh raus, weil wir sind hier eingeengt. Ich meine, ihr könnt es eigentlich gleich weiter schauen. Das Stelle, auf der anderen Seite, auf der anderen Stelle. Bleibt so mal hier, falls mir Poti noch abhaut. Irgendwie nicht mit dem Katapult direkt ins Lager fahren, Gummibaum, du Trottel. Mew, also MTW, sorry, MTW bekommt den Kornspeicher mal kurz spendiert. Oh, da ist doch noch eins gebaut. Das heißt, sind wir drei Stück. Es sollte jetzt reichen. Finde ich. Man kann es auch übertreiben. Bau mal ein Monument. Du kommst hier hin.
Ich meine, das Unangenehme ist jetzt, wenn sie jetzt hier vorbeikommt mit ihren Maxallen. Turmiere es mit ihren Landeinheiten. Weil sie heilt sich und hat so böse, böse Eigenschaften, die mir nicht gefallen. Ich würde lieber Seekriege gegen Turmiris führen. Das Moment hat wirklich nichts Besseres zu tun, also bleibst du hier. Du hast den Gegner noch was Besseres zu tun, du kommst hier hin. Bleiben derweil einmal hier an der Küste stehen und chillen ein wenig. Kommst du ebenfalls hier hin. Alrighty. Ein, weil vielleicht kein schlechter. Na genau, das habe ich mir gedacht. Das ist eine unangenehme Scheiße. Achso, Moment mal, ich kann ja dieses Lager zerstören aus der Stadt heraus. Mein Angebot, ich gebe dir Pferde, du gibst mir Gold und offene Grenzen. Schön. Fein. Euer Reich ist so groß wie der Jupiter. Gut gemacht. Und jetzt mag er mich auf einmal. Yes, yes, yes. Kolonialismus hat große Fortschritte gemacht. Der komische noch dazu. Keine Sorge. Bamsti. Minus 16 Verteidigung ist jetzt ein wenig weniger beeindruckender, als ich gedacht hätte. Yep, Stab behalten, bitte. Produktion mit Bibliothek. Muss ich jetzt wirklich... Ich habe ja gar niemanden mehr, den ich da reinsetzen kann. Höchstens ihn, aber dann rennen mir ja alle anderen wieder davon. Wieso hast du jetzt weniger Loyalität als vorher? How the fuck does that make sense? It does not. Okay, kurzer Moment. Wir müssen ein bisschen umdisponieren. Du gehst nach motherfucking Gori. Yes. Du, ja genau, du gehst jetzt nach dem Chatter. Du baust ein Monument. Du chillst. Du chillst und jetzt müssen wir uns wirklich irgendwie anschauen, wie wir das machen. Wir müssen mal mit allem, was wir haben, da drauf fetzen. So gut es denn geht. Und da ist schon wieder ein deppertes Lager. Incredibly annoying. Also, da kann ich nicht wirklich hin. Dann geh halt dahin. Fuck it. Du kommst hier hin. Du sitzt da nirgends woanders hin. Du machst den Säge weg. Ich hoffe, meine gesamte Landarmee geht nicht flöten, bevor wir die Stadt eingenommen haben. Du kommst da rein. Mittlerweile ist es nicht mehr so schlimm in Kabul. Plötzlich ihnen gehört, weil sie nicht mehr helfen können an der Front. Weil die Front sie bereits überrollt hat. Du kommst da hin. Ich will das kaufen. Ich weiß, es ist ein bisschen verschwenderisch, aber come on, Leute. 180, let's go. Du bleibst hier. Irgendwer muss da drauf schießen. Hast du schon da drauf? Du hast schon da drauf geschossen. Alrighty. Kampfstärke über Bombardierung, bitte. Ich meine, wir können trotzdem schon anfangen, die tumirischen Städte, die skytischen Städte, bombardieren zu gehen mit unseren Schiffchen. Ja, du hast einen Haufen zu tun, that is correct. Okay. Reasonable. Ich meine, es wäre mir lieber gewesen, hätte den Schwertkämpfer angegriffen, aber es war relativ wahrscheinlich, dass dem es nicht passieren würde. Minus 4 verteidigen, es macht natürlich nicht mal eine Dender rein hier, ohne Katapult. Das Katapult muss dahin den Zug. Ja, dann hast du dich vom Lager beschissen, ist fein. Du kommst dahin. Wonderful. Kann sich sogar relativ beeilen. Das ist gar nicht so schlecht, wenn ich dich hier absetzen kann. Der liebe Ritter bekommt Rotte. Der Ritter bekommt Rotte. Du kommst. Oh, dahin und bist nachher befördert, weil ich es gerade übersehen habe. Produktion wählen. Okay. Geheimdienst ist einfach besser als alles andere, right? Ja, fuck it. Geheimdienst ist definitiv das Beste. Damit geholzt. Du
Du hast eigentlich kein Monument, du hast die Universität gemacht. Gut Job, mach mal einen Händler. Gesandte schicken, so. Jetzt können wir mal nach Atusha doppelt, damit wir noch ein bisschen mehr. Nice. Und wir kommen vielleicht nicht in ein dunkles, was nett wäre. Aber vor allem, damit wir noch ein bisschen mehr Wissenschaft machen. Du, 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 du. Ich meine, ja. Wo bist du? Du bist grün. Da können wir auch noch auf solche bösen Dinge wie Armbrustschützen schießen. Perfekt. Du kommst dahin. Du kommst dahin. Du kommst dahin. Oh, und Atusha hilft mir sogar. Ich wusste nicht, dass die hier situiert sind. Naja. Ja, ja. Da kommen sie mit ihrer ganzen Kavallerie. Die Tomiris. Ist not good. Solange sie im Landesinneren sind, könnte das problematisch werden. Du bleibst trotzdem einfach mal stur hier rumstehen. Ja, du kommst das hier abholzen. Yes, please. Eine benötigte Befehle. Ja. Bitte brauche ich einen Bauernhof. Das Katapult wurde nicht beschossen. I like it. I like it a lot. Aber die kommen zu schnell darauf. Vor allem die Renner. Mein Gott, machen wir keinen Schaden an der fucking Stadt. Bist du deppert. We have no chance of getting this this way. Da ist der fucking Dings drin, oder? Machen wir deswegen so wenig Schaden? Haben wir Spione? Nein. Ist noch nicht Spionzeit. Mit dem Geheimdienst kriegen wir einen Spion. Ach, ist das ärgerlich, ey. Da werde ich nicht drüber schießen können, leider. Du schießt mal dahin. Können wir die bitte schießen? Komplett. Du heilst dich. Wir haben hier mit allem geschossen. Das bringt genau Nüsse. So wenig fucking Schaden an diesen Befestigungen. Oder vielleicht haben sie mittelalterliche Mauern oder sowas da drin. Was auch immer es ist, it's horrible. Aber an den Dingern mache ich auch keinen Schaden. Bleibst du mal hier hocken. Echt schwer zu knacken. Müsste ich wirklich bis fucking bombarden? Kostet 10 Runden. Ich glaube, ich muss zu bombarden für diese blöde eine Stadt. Yes, please. Yes, please. Kommst da hin? Ich würde vor allem gerne euch erschießen gehen. Ja, das könnte man jetzt schon als Armee bezeichnen hier. Holy shit. Holy shit, was da ankommt von ihnen. Das brauche ich gerade nicht mehr wirklich, glaube ich. Wir bauen gerade nirgendwo Handwerker. Nip. Okay, das heißt, wir können die Politik raushauen, was hauen wir stattdessen rein. Ich halte es nicht so ganz das Wahre. Ich guess, wir machen das. War jetzt nicht sonderlich viel Gold. Du baust
Atmauer nochmal. Du wirst sowieso sofort sterben, was unangenehm ist. Ich meine, minus 11 Verteidigung ist normalerweise nicht so schlecht, aber ich starte in die 10.000 Verteidigung, was natürlich dann 11 Verteidigung nicht so gut macht wie normal. Außerdem können sie nicht... Oh, jei. Kann dieser Kontinent ein bisschen schmaler sein? Bisschen schmaler. Da müssen wir da abbauen. Weil mit dem zusammen hier schaffe ich das eh nicht. Sie kommen an den Schiffen vorbei, die Säcke. Können wir hier jetzt mal ordentlich Sachen killen? Seriously? Wir morden das nicht instantly. Ach, was für Horden. Oh, jetzt eine Förderung bekommen. Mein Fehler. Und dann kommen sie jetzt nicht dahin, wo ich auf sie schießen kann. Wie fies. Deutliche Niederlage. No shit. Das ist das größte Bollwerk, das ich je gesehen habe. Ja, wir brauchen Bombarden. Das ist eine Sad Story, aber wir brauchen Bombarden. Außerdem brauchen wir irgendwas, mit dem wir mit diesen Reitern fertig werden können. Weil das wird auch noch sehr, sehr unangenehm mit Armbrustschützen. Ich hoffe, dass die KI nicht ewig so intelligent sein wird, hier nicht an die Ränder des Kontinents zu gehen. Aber man weiß es natürlich nie. Ja, ich habe 26 Minuten aufgenommen. What the fuck? Ich hoffe, wenn man das viel Spaß gemacht hat, dazu zu sehen. Wenn das der Fall war, lasst dann ein Like da, abonniert den Channel. Aber vor allem schaut beim nächsten Mal wieder vorbei. Vielen Dank fürs Zuschauen. Baba.